Ich heiße Bruno Geierkopp. 1992 bin ich auf Biel gekommen. Der Grund war, wie hast du den Job nach dem Studium und die Chance zur Selbstständigkeit. Biel zu dieser Zeit war nicht meine Traumdestination. Mein Wunsch war, in eine grössere Stadt zu kommen, vielleicht sogar im nahen Ausland. Aber Biel war dann nachher der Liebe auf den zweiten Blick. Die Lage zwischen Jura und See und der Kleinstadt, die mir neu war, hat mich begeistert. Hier sind wir in der wunderbaren Lindeneck. Wenn man den Jahreskalender anschaut, der kulturelle, dann ist der in Biel grossartig. Er übersteigt oft die Möglichkeiten, die man alles geniessen kann, wie zum Beispiel das FFF-Fasch, wie das Lokal Ind oder auch das Literaturcafé, ein Bodring und alle Theater oder auch das Kunsthaus und Krone. Ja, über die Jahre habe ich einige Orte lieb gekriegt in dieser wunderbaren Stadt. Ja, der Zentralplatz mit der Witte, der untere Gedorab, aber natürlich auch die Altstadt, wie der Brunnen, wie der grossen Kastanien, in der Obergasse oder der Ring, aber auch am See unten, wo man irgendwo die Möglichkeit findet, am ganzen See entlang im Sommer ins Gras zu liegen und den Wind zu spüren. Ja, es ist ein grossartiger Ort hier. Ich kann euch nur empfehlen, kommt nach Biel. Es ist ein Erlebnis, es ist Lebensqualität, es ist Lebenskultur und es ist wirklich ein grosses Privileg.